Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. In einem Buch las ich gerade, dass es eine Tradition gab und auch noch gibt, am Karfreitag die Spiegel zu verhüllen. Der Spiegel, er steht ja zuerst für die Eitelkeit. Ich schaue in den Spiegel, ob die Haare sitzen, ob ich richtig rasiert bin. Das alles kann ich nur erkennen, wenn ich in den Spiegel schaue. Paulus sagt vom Spiegel etwas anderes. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Beim Spiegel soll ich also nicht meine eigene Eitelkeit feiern, sondern in meinem Antlitz das Antlitz Gottes erkennen. Habe ich heute, an diesem Tag, das Antlitz Gottes vertreten und zu denen gebracht, die mir begegnet sind? Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel schaue am heutigen Abend? Kann ich mir am Ende des Tages in die Augen schauen? Kann ich den erkennen, auf dessen Namen ich getauft bin? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Kann ich so sprechen, wenn ich zu Bett gehe? All das meint Paulus. Es geht nicht um die Eitelkeit, wenn ich in den Spiegel schaue, sondern darum, Gottes Antlitz in meinem Leben zu erkennen, zu suchen, freizulegen und hervorzubringen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du hast uns erschaffen als deine Ebenbilder, und wenn wir in den Spiegel schauen, dürfen wir auch dich erkennen. Hilf uns, dass wir jeden Tag aufs Neue deiner Gegenwart in unserem Leben Rechnung tragen und mehr versuchen, dir gleichförmig zu leben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.